Ja, hallihallo bei einem weiteren Let's Play von von uns, von Snoops Kanal. Ich bin der Tenchi und ja, ich werde dieses Spiel hier durchspielen. Lange Zeit kam es wieder nichts von uns. Woran es lag, keine Ahnung, Unlust oder dergleichen. Auf jeden Fall habe ich jetzt in letzter Zeit mal wieder richtig Lust bekommen, mal ein Let's Play aufzunehmen. Ich habe jetzt auch ein paar neue Komponenten in meinem Rechner, sodass ich jetzt auch mal Full HD aufnehmen kann. Und es wird um dieses Spiel gehen. Kann man groß und fett schön lesen, um was es sich handelt. Das Schöne an dem Spiel, ich habe es noch nicht gespielt, gebe ich zu. Ich habe nur drüber gelesen. Und es wird nach und nach eine weitere Episode rauskommen. Wie man sehen kann, zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt gespielt habe, ist schon Episode 2 rausgekommen. Und die Entwickler wollen halt nach und nach nur eine Episode weiter raushauen, so dass man im Endeffekt eine schöne lange Story hat. Und ja, das Gute ist, man soll Entscheidungen treffen können und diese werden sich dann über alle Episoden hinwegziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe es nicht gespielt, aber wenn man jetzt sich zum Beispiel entscheiden müsste zwischen zwei Figuren, ob der eine stirbt oder nicht oder wen man retten möchte, dann ist der halt tot und der wird soll auch episodentechnisch das auch gut weitergeführt werden. So. Ein weiteres Problem ist, wie ich finde, dieses Spiel gibt es leider nicht auf Deutsch, also auch keinen deutschen Untertitel. Es wird alles auf Englisch sein. Ich habe die Untertitel angemacht, weil ich selbst nicht so gut Englisch kann und lesen geht einfacher als zuhören. Das Problem ist aber, ich werde es wahrscheinlich nicht alles hundertprozentig verstehen, weil ich jetzt nicht, wie gesagt, nicht so gut Englisch kann. Und ich werde jetzt auch nicht versuchen, jeden Satz auf Deutsch zu übersetzen oder dergleichen. Ich möchte sowieso, weil das ist mehr ein, ich glaube, das ist mehr so eine Art Click and Point. Naja, Click and Point, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es mehr eine Story, die man sich anguckt. Das ist kein Actionspiel, glaube ich nicht. Sondern das ist mehr wie eine schöne Story, die man sich schön durchguckt. Und deswegen werde ich auch gar nicht so viel dazwischen reden, weil man möchte ja mitbekommen, was passiert. Ja, ich habe ganz am Anfang noch ein bisschen, ein paar Mal habe ich es schon angeguckt, ein paar Stellen, um den Sound ein bisschen einzustellen. Ich hoffe, der passt jetzt so. Und ja, das soll jetzt erstmal genug gelabert sein. Ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar starten wir mit einem neuen Spiel. Man kann dann ein Spiel kopieren. Interessant. Okay, dann drücken wir mal hier drauf und drücken auf Play und dann geht's auch schon los. Oder auch nicht. Okay, man kann hier noch einstellen, ob man Hilfe bekommen möchte, was das Anklicken angeht. Zum Beispiel kann man dann sehen, hier hinten kann man, bei Minimal sieht man zum Beispiel nicht, wo man anklicken kann und was die Entscheidungen für Auswirkungen haben könnten. Und bei Standard hat man halt hier, da kann man anklicken, da kann man anklicken. Und ja, ich möchte ja auf Standard spielen, weil ich nicht so rumklicken möchte und rausfinden will, wo was ist. Ja, gut. So, Episode 1, A New Day. Das hier ist, glaube ich, der Hauptcharakter, mit dem man spielt. Und ja, das ist dann wahrscheinlich seine Familie oder dergleichen. Ja, fangen wir einfach mal an. Ja, da steht es nochmal, dass Entscheidungen auch wichtige Entscheidungen sind. Dass die nicht mehr änderbar sind. Ich finde es jetzt schon toll. Well, I reckon you didn't do it then. Ha, was denn getan? Ach, ich dachte einfach das. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Every time? Every time.
Okay. So, und hier kann man jetzt rumgucken. So, und hier kann man anscheinend draufklicken und dann mit dem Fahrer reden. Oder hingucken. Macon? Ist das eine Stadt? Anscheinend. You're from Macon, Ben. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. Oh, ich bin ein Lehrer. You meet your wife in Athens? Ein Lehrer, der in den Knast gefahren wird. You want to know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. Fuck you. Ach, ich sag lieber gar nichts. Was da wohl bloß ist? Wahrscheinlich sind da die Zombies. Oh ja, die Zombies. Es geht nicht um Zombies in dem Spiel. Das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella. Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Damn. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. What's out? This other time... Au. Das war jetzt auch etwas schmerzhaft für die Ohren. Etwas laut, ja. Okay. Wir haben also einen Unfall gebaut. Nicht gut. Okay, use the mouse, look around. Das scheint der Fahrer gewesen zu sein. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Der scheint sich nicht zurück. Officer? Oh,
That doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Oh, die Waffe. Why the hell did he have his gun out? Maybe it was tossed from the car during the wreck. Okay, da können wir jetzt auch nichts machen. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Oh. Ah, ja. Dann noch einmal. Und jetzt kriegt man es noch kaputt. Oder auch nicht. Und jetzt aber. Okay, wir sollten vielleicht nicht so viel Krach machen, denn da sind irgendwo Zombies, nehme ich mal an. Uff, das ist ein bisschen so weh. Ach so. Oh. Look at the door, ist was wir. Ich guck mir mal das mal an. I need to drag myself out that window. Okay, dann ziehen wir uns mal raus da. Au. Sie also selbst nach vorne bewegen. Ich möchte gerne die Waffe haben, die haben wir doch von uns. Au! Wir müssen echt was gegen das Bein tun, ey. Okay, dann holen wir uns wahrscheinlich doch gleich mal das hier. Ach, mit WSAD läuft man okay. So. Officer? God damn. Okay, da sind doch die Schlüssel. Was war das? Okay, dann lass uns das auch noch aufschließen. Sehr schön. Officer? Holy shit! Oh oh, oh oh. What in the hell? What the fuck are you? What happened? Get away from me! Ja, die Waffe war doch ja auch irgendwo. Die Waffe, die Waffe, die Waffe, die Waffe, die Waffe. Da ist. Oh je. Dann müssen wir uns an den Kopf schießen. Die Kopf, die Kopf, die Kopf. Hä? Just stop. What happened? Back up! What happened? What happened? What happened? Wie schieße ich jetzt? Oh mein Gott! Get away from me! What happened? What happened? Wie schieße ich denn? Oh mein Gott. Oh nein. Oh, und so endet unsere... Ja, unsere... Oh, fuck. Ja, das war dann wohl die letzte... das war die letzte Folge von dem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind so ziemlich am Arsch. Oder auch, wir sind tot. Okay, ich glaube, ich hätte die Waffe vielleicht anklicken müssen, da am linken Bildschirmrand. Ich, hä? Ja. Sehr schön. So, dann laden wir einfach mal hier weiter und dann schauen wir mal, was abgeht. Officer. Oh Mann. Holy shit! What in the hell? Get away from me! Okay, okay, dann schnell die Patronen. Dann das Gewehr. Ach, die Patrone ist nochmal runtergefallen und ich habe das von uns nicht mitbekommen. Scheiße.
me do this! Und... Oh, oh, hab ich vorbeigeschossen? Oh, shit! Oh, fuck! Okay. Wir sind wieder tot. Das ist irgendwie peinlich. Aber ja, kann passieren. Ich mache kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder.